Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf Rob TV. Und heute geht's nach Proshida, also da, wo diese bunten Häuser stehen. Und ich will sagen, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt, trinken irgendwie Kaffee oder so und dann nehmen wir die Fähre. Es dauert so 40 Minuten, eine Fahrt. Und dann sehen wir uns drüben. Gestern haben wir übrigens Anna und Eddie getroffen, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, also Eddie zumindest. Und Grüße gehen raus an der Stelle, die haben uns ein bisschen die Stadt gezeigt, noch die Ecken, die man nicht so kennt. Und ja, danke dafür. So Leute, wir sind jetzt angekommen in Proshida. War eine recht langweilige Fährfahrt, aber dafür ist es jetzt hier umso schöner. Und würde ich sagen, erkunden wir jetzt Proshida. Gibt es ein paar sehr schöne Stellen, legen uns vielleicht nachher noch an den Strand, mal schauen. Und wir gehen auf jeden Fall noch was Gutes essen, wahrscheinlich wieder Pizza oder so. Alles klar, würde ich sagen, auf geht's und genießt die Bilder. Jetzt schon ein bisschen rumgelaufen und es ist einfach super schön. Ganz viele kleine Gassen und bunte Häuser, also wirklich alle unterschiedliche Farben. Richtig schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, jetzt hier hinzufahren. Und werden jetzt ein bisschen weiter erkunden, ein bisschen rumlatschen noch und vielleicht nochmal den Strand jetzt suchen. Hinter mir könnt ihr auf jeden Fall die super schöne Aussicht sehen. Ja, hier hat man eigentlich alles. Hier hat man Wasser, hier hat man Aussicht, hier hat man gutes Essen, also Daumen hoch. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich vlogge jetzt mal vom Handy, weil ich es mal ausprobieren wollte. Wir sind hier gerade am Strand auf Proshida, sind so ein bisschen weitergelatscht. Das ist hier so eine andere kleine Stadt. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber jetzt entspannen wir so ein bisschen am Strand und ich wollte jetzt die große Kamera nicht raus und deswegen teste ich mal, wie das so mit dem iPhone ist. Ich war gerade schon im Wasser, es ist super angenehm. Also es ist relativ warm, das Wasser, aber irgendwie auch nicht zu warm. Also perfekt quasi. Ja, ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn es weitergeht. Das wird sein nachher irgendwann. Wir entspannen jetzt einfach und genießen die Sonne. Weil das sollte man ja im Urlaub tun, oder? So, Freunde, wir sind jetzt durch am Strand und wir latschen jetzt noch ein bisschen auf der Insel rum, ein bisschen erkunden, noch ein Eis essen, das steht noch ganz oben auf der Liste und ja, ich würde sagen, weiter geht die Erkundungstour. Viel zu sagen gibt es hier eigentlich nicht über die Insel, also so informationstechnisch, so auch so kulturmäßig ist hier nicht so viel los. Es sieht halt einfach sehr schön aus und deswegen sind wir hier und ja, am Strand war es geil. So Leute, das sage ich glaube ich jedes Mal, aber es ist ja auch so. So Leute. Ihr seid ja so Leute, ne? Auf jeden Fall sind wir jetzt hier an einen der höchsten Punkte von Proshida gelaufen. Und von hier kann man die Stadt sehen, also von oben quasi, so wie es auch auf den Fotos ist. Habt ihr glaube ich gerade gesehen, also werde ich davor gefilmt haben, deswegen habe ich es davor jetzt gezeigt. Es sieht krass aus, ey, ohne Scheiß.
diese ganzen bunten Häuser, es ist einfach unglaublich schön. Und dann unten der Hafen, da ist übrigens Marina Coricella, glaube ich, ist hier genau, deswegen gucke ich da immer hin, weil es ist so anziehend. Marina Coricella, da werden wir auch noch was essen gehen, da sollen wir nämlich was essen gehen. Das ist, da unten beim Hafen gibt es ganz viele Fischspezialitäten, hier lokale Lokalitäten. Und ja, richtig gut. Also wenn ihr hier mal vorbeischauen wollt, dann tut das auf jeden Fall, es lohnt sich. Fähre kostet so hin und zurück ungefähr 30 Euro, damit ihr auch mal einschätzen könnt, wie sich das so preislich gestaltet. Und dann kann man hier einen Tag verbringen und sich alles angucken, an den Strand legen und ja, dann abends noch schön was essen. Und das werden wir jetzt machen. Wir sind mit Essen durch und so langsam geht die Sonne unter oder begibt sich zumindest in den Zustand eines schöneren Lichtes. Ich hoffe, man kann das sehen hinter mir. Ich versuche so ein paar Lensflares zu kriegen. Auf jeden Fall war das Essen war okay. Wir haben ja direkt am Hafen gesessen, das war ultra schön. Und jetzt schlendern wir noch so ein bisschen durch die Stadt und dann war es das eigentlich auch schon von heute, glaube ich. Und ja, aber ich melde mich nochmal. Ich melde mich nochmal. So Leute, das wollte ich nicht mehr sagen. Es ist gerade so schön, dieser Platz ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Das heißt, jetzt beende ich den Vlog, weil schöner wird es nicht mehr, glaube ich zumindest. Also, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Morgen ist erstmal eine Pause und den Tag danach geht es weiter. Da wollen wir eine Kajaktour machen. Hier an der Küste entlang, das wird auch super schön, glaube ich, und freut euch auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Und ja, schöne Grüße aus Proshida. Empfehlenswert, der Daumen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!